Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair und ja, sagt mal ruhig, was ihr glaubt, wer kommt am Ende ins Halbfinale. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Das wohl ausgeglichenste Spiel des DFB-Pokal-Viertelfinals. Der Sportclub aus Paderborn empfängt den Hamburger Sportverein in der Bentele Arena am Dienstagabend. Der Hamburger SV in den roten Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang machte hier gegen die schwarz gekleideten Gastgeber die deutlich bessere Anfangsphase. Und in Person von Jan Jicic hätten sie hier schon nach einer knappen Viertelstunde in Führung gehen können. Der SC Paderborn spielte etwas abwartend, aber ging dann auch mal in die Offensive. Michel auf Philipp Clement, der wird nicht richtig angegriffen und 1-0 für den Sportclub. 36. Spielminute, vielleicht der beste linke Fuß in der zweiten Bundesliga. Philipp Clement hämmert einfach drauf und Pollersbeck kann nur noch hinterher schauen. Aber der HSV weiter spielbestimmt machte den besseren Eindruck, rannte jetzt aber diesen Rückstand hinterher. Özkan scheitert an Leopold Zingerle. Extrem wichtig, hier kurz vor der Pause noch das Ding bei 1-0 festhalten zu können. Aber der anschließende Eckstoß auch nochmal mit Gefahr. Santos bringt den gefährlich rein und Bates kommt relativ frei zum Abschluss, schießt ihn dann aber rüber. Die letzte Aktion des ersten Durchgangs. Die Paderborn-Fans konnten natürlich mit diesem Zwischenstand zufrieden sein. Zweiter Durchgang, der HSV weiterhin mit dem besseren Spiel nach vorne. Aber das Einzige, was zählte am Pokalabend, waren die Tore. Und die fehlten beim HSV. Wir sind schon in der Schlussphase. Nochmal die Hamburger. Jattas Schuss wird von Schonlau abgefälscht vor die Füße von Khaled Naray. 88. Spielminute, der hochverdiente Ausgleich für die Elf von Hannes Wolf. Er hat im Hinspiel in der zweiten Bundesliga das 1-0 erzielt. Das Siegtor damals für den HSV in der Hinrunde. Und so ging es jetzt hier in die Verlängerung. Wieder der SC Paderborn mit einem der wenigen Offensivzeichen. Über die linke Seite mit Sven Michel. Der HSV ungeordnet und Kai Pröger schlägt zu. 98. Minute, 2-1 für die Hausherren. Und Steffen Baumgart konnte seine Freude kaum fassen. Aber es war noch Zeit für den HSV. 22 Minuten noch auf der Uhr. Eckstoß wieder von Santos. Gefährlich reingetreten. Zulinski kann es erstmal klären. Der HSV bleibt aber im Ballbesitz. Özkan jetzt hier klasse mit Douglas. Santos über die linke Seite und die Flanke verwertet Rick van Drongelen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Und der hochverdiente Ausgleich war da. 2-2. Klasse Partie. Und damit dann auch in den letzten Abschnitt dieses Pokaldramas. Der HSV wollte das in der normalen Spielzeit, zumindest in der Verlängerung, regeln. Nicht das, was man im Elfmeterschießen als 50-50-Entscheidung betiteln kann, sondern spielerisch den Erfolg erzwingen. Mangala nochmal, wird nicht angegriffen. Der SC Paderborn zu zaghaft. Bakary Yatta, 3-2. Die letzte Aktion nach vorne in dieser Partie entscheidet das Spiel. Yatta, von dem man sagt, dass er nicht den besten Abschluss hat, den hier trifft er optimal. Vom Pfosten springt er rein und er entscheidet diese dramatische DFB-Pokalpartie. Und tatsächlich ist der HSV absolut verdient im Halbfinale dieser K.O.-Phase. Der FC Augsburg empfing am Dienstagabend RB Leipzig und eine klare Chancenverteilung vor dem Spiel war schon gemacht. Leipzig in der Favoritenrolle, aber das hat für den DFB-Pokal nichts zu behaupten und gar nichts mal zu sagen. Sabitzer mit der Flanke und die erste Möglichkeit hatte dennoch der Favorit Konrad Leimer. Aber solche Dinger kann man dann auch mal reinmachen. Kobel schaut hinterher, hat Glück, dass der nicht auf den Kasten geht.
Doch Rasenball klar dominant. Eckstoß von der linken Seite. Khedira kann es nicht richtig klären. Leimer auf Sabitzer und dann ist Khedira doch noch dazwischen mit dem Gesicht. Anschließender Eckstoß, diesmal von der rechten Seite. Bayer kann es klären. Leipzig bleibt dran. Adams legt zu Mukiele auf Timo Werner durchgesteckt und 0-1. 37. Minute, hochverdiente Führung für die Gäste. Da sind sie mit genug Männern am eigenen Strafraum. Die Fuggerstädter, Zugriff bekommen sie trotzdem nicht. Kobel spekuliert auf die Hereingabe in die Mitte. Aber da entschied er sich falsch. Pause also 1-0 für die Gäste. Weiterhin zweiter Durchgang, nur RB Leipzig. Kevin Campbell legt zurück zu Adams. Und Timo Werner scheitert jetzt an Kobel, der seinen Fehler vorm 0-1 wieder gut machen kann. Super Tat aus doch recht kurzer Distanz. Fährt er da den rechten Arm aus und zeigt seine Qualität. Eckstoß in der folgenden Aktion und wieder Kobel. Der hielt hier als einziger Mann seine Mannschaft in der Partie. Der FC Augsburg konnte sich glücklich schätzen, nur 0-1 zurückzuliegen, aber nach vorne war es einfach mal überhaupt nichts. Sabitzer steckt durch auf Timo Werner und das war dann die Vorentscheidung. 70. Minute, 0-2, Doppelpack von Timo Werner. Und für Baum und Co. war die Messe jetzt so gut wie gelesen. Nun wagten sie sich endlich mal aus der eigenen Deckung. Die Gastgeber, die Flanke ist nicht schlecht, aber Hahn trifft mit seinem Kopfball nur das Außennetz. Noch abgefälscht diese Flanke vom eigenen Mann. Gulaschi muss nicht eingreifen. Trotz der feststehenden Entscheidung spielte RB Leipzig weiter nach vorne und testete dann auch nochmal Gregor Kobel. Den konnte man hier wirklich herausheben nach seinem Fehler, der das 0-1 ein bisschen zumindest mit verantworten musste, konnte er sich hier in die Partie reinspielen. Aber es war schon zu spät und jetzt konnte er auch hier nichts mehr verhindern. 0-3, Timo Werner mit dem Dreierpack. Und wenn der mit dem Kopf das Ding macht, dann weiß man, dass einiges nicht funktioniert. Nicht, weil er ein schlechter Kopfballspieler ist, sondern weil seine Größe gegen Innenverteidiger normalerweise nicht mithalten kann. Ein Pfeifkonzert gab es am Ende nicht wirklich. Man war unzufrieden auf Seiten von Augsburg, aber Leipzig war hier die klar bessere Mannschaft und zieht damit ins Halbfinale ein. Der FC Bayern München ist zu Hause gegen Heidenheim klar der Favorit. Keine Frage. Aber man muss trotzdem auch sagen, Leverkusen war in Heidenheim auch Favorit. Am Ende verloren sie trotz Führung. Der FC Bayern München wollte es in der Allianz Arena aber deutlich besser machen als der Kollege aus Leverkusen, der Bundesliga-Kollege, der es zunächst auch gut machte, wie Thiago hier. 8. Spielminute, 1-0 für den FC Bayern München. Es lief alles nach Plan in der Anfangsphase. Super gespielt. Und dann ein klassisch Lenzer und vom Innenpfosten prallt der ins lange Eck. Heidenheim in der Defensive zu löchrig und nach vorne etwas zu unkreativ, aber die qualitative Differenz ist einfach zu groß. Ramos Rodriguez testet Kevin Müller, der kann sich hier auch mal auszeichnen. Schöne Parade, knappe halbe Stunde war hier gespielt. Bayern auf der Suche nach dem 2-0. Die Anstrengungen waren da. Sie spielten aber auch etwas auf Sparflamme, weil Heidenheim wirklich nicht den besten Tag erwischte. So stand es dann zur Pause auch hochverdient 1-0. Die Fans konnten zufrieden sein mit dem Ergebnis auf jeden Fall. Aber es wäre doch noch etwas mehr drin gewesen, was die Tore angeht. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild, keine Frage. Müller auf Müller, Thomas Müller gegen Kevin Müller. Kevin Müller kann diesen zu harmlosen Schuss dann abwehren. Aber der Druck wurde größer und größer. Leon Goretzka, Thiago, die Bayern setzen sich fest am Strafraum. Müller legt zurück zu James Rodriguez. Sensationelles Tor, 58. Minute. Und jetzt war alles klar. Ein 1-0 hätte natürlich noch kippen können. Zumindest in der Theorie. Das 2-0 war jetzt eine halbe Stunde vor dem Ende der Knockout. Aber Bayern
ließ sich nicht lumpen und spielte weiterhin nach vorne, wollten den Fans noch einiges bieten. Alaba mit der Flanke, Ramos legt nochmal zurück, Goretzka erobert den Ball. Thiago, nicht schlecht, Robert Lewandowski dazwischen, verhindert da so ein bisschen, dass er noch gefährlicher kommt, aber die Bayern blieben dran und bekamen dann kurz vor Schluss noch einen Freistoß aus 27 Metern zugesprochen. Robert Lewandowski übernahm die Sache, aber konnte nicht mit Erfolg glänzen. Ein Tor war ihm an diesem Abend nicht vergönnt, aber rieb sich immer wieder auf und lief vorne einiges an Kilometern ab. Schlussphase und jetzt mal eine Unkonzentriertheit beim FC Bayern. Glatzel und Nicola Dove dann zurück zu Anrich und der gefährlichste Torschuss kam dann in dieser Szene. 90. Minute, Manuel Neuer musste dann auch mal eingreifen, aber das war dann nur noch Makulatur. Der FC Bayern München setzt sich wie erwartet souverän durch mit 2:0, hat das hier ganz locker und abgeklärt gespielt, vor allem aber auch seriös, und das ist der Anspruch, den man an die Bayern hat. Der FC Schalke 04 hat also tatsächlich noch die Chance, in die Europa League zu kommen. Dazu müsste man diesen Wettbewerb hier aber gewinnen. Gegen Bremen war es nicht unbedingt einfach. Die hatten den Erzrivalen, der Königsblauen, rausgeschmissen im Achtelfinale nach Elfmeterschießen in einer spektakulären Partie. Nuri Sahin hatte hier die erste Möglichkeit für die Gäste, die ganz klar das Zepter von Anfang an in die Hand nahm. Huub Stevens stellte seine Mannschaft extrem defensiv ein, nach vorne ging so gut wie nichts. Fährmann jetzt wieder im Tor im DFB-Pokal, ist das sein Job. Nastasic mit dem Fehler, Kruse gewinnt den Ball, Rashica hat die Übersicht und Martin Hanik den Abschluss. 29. Minute, das 1:0 für die Gäste. Und Schalke schlägt sich mal wieder selbst. Das, was man schon häufig in dieser Saison gesehen hat, zeigte sich nun auch hier wieder. Und das war auch der Halbzeitstand. Wie gesagt, von Schalke nach vorne nahezu nichts zu sehen. Zweiter Durchgang, Bremen weiterhin drauf und dran, die Chancen hier zu erspielen. Rashica mit der Flanke und Ralf Fährmann passt auf, sonst wäre das hier wohl schon der Knockout gewesen von Martin Hanik. Der wäre eingesprungen, kam aber nicht mehr ran. Nastasic klärt's dann. Eckstoß nun von der rechten Seite. Von Schalke weiterhin nach vorne nichts zu sehen. Rashica, Moisander zu Max Kruse, der hatte die Ecke geschlagen, bringt die Flanke und Martin Hanik läuft ein. 56. Spielminute, 0:2. Kalte Dusche für Schalke, aber das war hochverdient. Und auch der 2-Tore-Abstand ging so in Ordnung. Nun endlich mal Schalke, jetzt mussten sie was tun. Ansonsten hätte es blamabel werden können. Marc Uth bringt sie dann wie aus dem Nichts wieder ran. 65. Minute. Kam jetzt tatsächlich nochmal der Glaube zurück für Schalke, die hier über eine Stunde nach vorne nichts Gefährliches produzieren konnten. Die Bremer ließen sich davon nicht einschüchtern, spielten ihren Stiefel weiter runter. Und so bekam sie die nächste Möglichkeit. Augustinsson, dann die Flanke direkt vor Sahins Füße abgewehrt. Der hier die Entscheidung eigentlich machen kann, vielleicht sogar machen muss. Anschließender Eckstoß. Auch die Standards konnte der FC Schalke nicht richtig verteidigen. Und jetzt war es da, das folgerichtige 1:3. Sahin, super Direktabnahme. Steht da an der 16er Kante, völlig unbeobachtet. Embolo kommt zu spät raus. Und Bruma kann es dann beim Rausstürmen nicht mehr verhindern. Nun aber nochmal Schalke, 90. Minute und Marc Uth mit dem Doppelpack. Aber das war nur noch Ergebnis Kosmetik. Schalke kam nicht mehr zurück und das wäre auch absolut unverdient gewesen. Werder Bremen schlägt also die nächste Mannschaft aus der Bundesliga, haut sie raus und steht damit dann auch verdient im Halbfinale des DFB-Pokals. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.